keine Angst vor Sandra, die tut nicht weh. Ja, wenn die sich und wie nicht. Ich weh tue. Oh! Hallo ihr Lieben, ich bin gerade in einer Lehrwerkstatt bei den Tischlern und ich habe für euch auch schon die erste Frage. Was meint ihr, wie viele Tischlerbetriebe gibt es in Deutschland? Wenn ihr die Antwort wissen wollt, müsst ihr dranbleiben. Ich habe zwei nette Tischler mir ausgesucht, die jetzt gegeneinander eine Challenge machen und zu denen gehen wir jetzt hin. Neben mir steht der Abdullah und der Pierre. Pierre, wieso hast du dich für diesen Beruf entschieden? Ja, also es beginnt von klein aus. Ich habe mit meinem Bruder früher schon Küchen gebaut und habe gedacht, ich trete in seine Fußstapfen, obwohl es eigentlich heißt, eine Vatersrolle stüpft man rein. Aber und was ist der? Der ist Gabelstapler in einer Gabelstaplerfahrer in einer Industriefirma. Und darauf hatte ich keinen Bock. Aber Holz, ja. Und deswegen. Ja. Und was motiviert dich, jeden Morgen aufzustehen und in der Werkstatt zu fahren? Was motiviert mich, jeden Morgen wegzufahren in den Betrieb? Genau. Weil das macht einfach Spaß, mit Holz zu arbeiten. Und in Afrika habe ich auch ein bisschen mit Holz gearbeitet, habe Kinderstuhl gemacht. Und ach, echt? Ja. Cool. Und hab gedacht, wo bin ich hier, das mach einfach weiter. Ja, so eine richtige Entscheidung. Ja. Fürs Handwerk, ne? Handwerk hat goldenen Boden. Und was war dein größtes Erfolgserlebnis? Mein größtes? Mhm. Dass ich, sag ich mal so, den Oberflächenkurs machen kann. Weil danach ist vorbei und danach kommt Gesellenstück. Also finde ich das größte Erlebnis den Oberflächenkurs. Okay, ja. Ja. Super. Ich erkläre euch einmal kurz die Challenge. Ihr seht ja, ihr habt beide eine Linie eingezeichnet. Ihr müsst alles bis zur Linie runterhobeln. Wichtig ist, nur bis zur Linie und nicht unter der Linie, weil derjenige hat sowieso verloren. Wer zuerst fertig ist, hat gewonnen. Und wichtig, es muss gerade sein, es muss ordentlich sein, das kontrolliere ich nachher. Alles klar. Okay? Ja. Alles klar, dann macht euch bereit, dann zähle ich gleich runter. Kommst du denn mit so einem großen Hobel klar? Ich, ja. Ja? Okay, alles klar. Jetzt hier runter. 3, 2, 1, los. Du könntest denn jetzt ganz doll ausnocken, einmal. Rutsch mal einmal aus. Das ist ja eine gute Übung für die Gesellenprüfung. Ne? Das ist dann auch so ein psychischer Druck. Weil du sagtest, du bist immer so nervös, wenn ich einer voll quatsch. Und das ist schon passiert. Das hasse ich. Halt, stopp! Ja, das ist der ist aber drunter. Der ist drunter. Nee, die Linie ist hier. Die ist hier, da nicht mehr zu sehen. Der ist drunter. Ja, da gucken wir mal, ob es gerade ist. So, dann guck ich mal. Ich bin hier der Chef. So. So, wie man sieht. Kannst du schlecht verlieren? Ich? Merk das schon mal. Das stimmt gar nicht. Du, aber wie man das. Ja. Das ist nicht richtig gerade. Aber. Sieht man von hier, dass das super ist. Ja, ne? Finde ich auch. Sehr gut. Das sieht man auch. Die Kamera kann man näher rankommen. Also, das sieht man schon. Wir haben natürlich auch was für dich: einmal ein Tischler-Set. Ich denke, das kannst du ganz gut gebrauchen, ne? Lass es dir nicht klauen. Okay. Ne? Am besten in deinen Namen reingravieren oder so, damit dir das keiner mobst. So, dann habe ich hier noch zwei Karten für Fortuna Düsseldorf gegen SC Freiburg. Bist du Fußballfan?
Ja? Ja, guck mal. Sehr gut. So, für dich gibt es leider eine Bestrafung. Mhm. Bist du schon aufgeregt? Eigentlich nicht. Ich habe verloren, also von daher. Ja. Und die seht ihr beim nächsten Mal. Ich bin euch ja noch eine Antwort schuldig. Es gibt 38.000 Tischlerbetriebe in Deutschland. Und zwei Auszubildende hatten heute eine Challenge. Also wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert unseren Kanal, lasst einen Daumen nach oben da. Holzikowski.